Der Minenräumpanzer Keiler, ein Wegbereiter bei vermintem Gelände. Der Keiler wird von der Pioniertruppe zum Öffnen von Minensperren eingesetzt. 24 rotierende Ketten, die an einen Dreschflegel erinnern, fräsen unerbittlich den Boden um. Der Keiler wurde auf Basis des amerikanischen Panzers M48 entwickelt. Damit verfügt er über eine stabile Gusswanne ohne empfindliche Schweißnähte. Die Aufbauten sind Spezialanfertigungen deutscher Hersteller. Der Keiler ist 8,7 Meter lang, 3,8 Meter hoch, hat ein Gewicht von 54 Tonnen und eine Motorleistung von 1100 PS. Seine Besatzung? Ein Fahrer und ein Kommandant. Die Räumgeschwindigkeit beträgt, je nach Bodenbeschaffenheit, zwischen 200 und 700 Metern pro Stunde. Aufgrund des Vollschutzes kann die Besatzung beim Räumen der Minen nichts sehen. Sie wird per Funk sicher durch die Minensperre geleitet.